Der Weltraum, Schwerelosigkeit, zahllose Sterne, unendliche Weiden, ein Vakuum, in dem dich niemand schreien hört. Wenn zum Beispiel die Killer-Mutanten Zombie des Todes sind und sie töten! So, nachdem ihr euch jetzt also frische Unterwäsche angezogen habt und eventuell bei Mitguckern mal ausprobieren durftet, wie so ein Defibrillator funktioniert, wollen wir uns doch heute mal mit Dead Space beschäftigen. Ihr wisst schon, diese nicht ganz unbekannte Spielereihe, bei der manche schon beim Startbildschirm das Weite suchen. Und nein, wir wollen jetzt in den Kommentaren nicht lesen, wie krass ihr seid, weil ihr das Spiel im Dunkeln ganz allein mit Kopfhörern bereits 5 Milliarden Mal durchgespielt habt. Das Spiel ist scheiße gruselig. Ende! Zumindest der erste Teil. Nein, da habe ich nie gespielt. Achtung! Spoiler! Wer das Spiel noch überhaupt nicht kennt und unbedingt noch zocken möchte, der switcht jetzt to Porn! Wie an sich allgemein bekannt ist, geht es in Dead Space um eine Rettungsmission, die beinahe für alle Beteiligten tödlich endet. Die Besatzung des zu rettenden Schiffs hat sich in grausame Bestien verwandelt und einzig und allein schuld daran sind die sogenannten Marker. Die gefundenen Marker im Spiel gleichen denen, die bereits 200 Jahre vor dem eigentlichen Spielgeschehen gefunden wurden. Aufgrund dieser Marker wurde eine Religion gegründet, die sich Unitology nennt und die Konvergenz aller Menschen auf der Erde anstrebt. Unitology und das in Verbindung mit irgendwelchen Sektenspinnern, klingelt da bei dir auch was? Ey, du wüsste was? Zurück zum Thema, wenn wir uns die Zeichen auf den Markern mal genauer anschauen, fällt uns sofort diese kaum bestreitbare Ähnlichkeit zu den Symbolen einer anderen Vereinigung auf. Der Genfer Bibelgesellschaft. Dum, dum, dum. In der Tat ist an dieser Stelle kaum abzustreiten, dass diese christliche Organisation mit ihrem Logo dem Markersymbol in Form und Farbe verdammt ähnlich sieht. Doch hier hört das Ganze nicht auf. Ich meine, wie heißt denn die Hauptfigur aus Dead Space? Isaac. Und wer war Isaac? Weltraumhausmeister! Irgendwie ja. Vor allem war er aber einer der Erzväter, sprich einer der Stammväter der Israeliten aus dem ersten Buch der Bibel Genesis. Meinst du das erste Buch Mose? Bei dem Namen fällt mir noch was ganz anderes ein. Und er teilte das tote Meer mit dem Plasmakadaver. Außerdem ist doch wohl offensichtlich, dass es nur drei Teile von Dead Space gibt, was eindeutig auf die Dreifaltigkeit anspielt. Achtung, Beweis. Eins, zwei, drei. Willst du damit eventuell sagen, dass die Kirche insgeheim von irgendwelchen Alien-Viechern kontrolliert wird? Das zumindest würde das Verhalten einiger Anhänger erklären. Mir ist da gerade was aufgefallen und das dürfte dir absolut nicht gefallen. Was sind denn die Bestien aus Dead Space? Meinst du die Necromorphs? Naja, ganz einfach. Nach dem Tod wieder auferstandene, mit fiesen, schwertartigen Gliedmaßen ausgestattete, alles umbringende Monster. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Spitze treiben, wer kam denn in der Bibel von den lebenden Toten zurück? Ultra-Zombie-Necromorph-Jesus! Aber nicht so lange, wir da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Booyah, Motherfucker! Pew, 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 pew. Das ist eigentlich nur Life Lesson Learned in 3, 2, 1. Seegras. Nein, Weltraum, Mann. Seegras. Weltraum. Das ist professionelles Vertonen! La 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 la! Die ist eventuell etwas tief. Die ist auch eventuell etwas schief. Intro. So! So! Jetzt geht's aber los hier! Letzte Runde, Runde, Runde! Eine neue Wahnsinnsfahrt! So, nachdem ihr euch jetzt also frische Unterwäsche... Entschuldigung. Räusper! Der switcht jetzt to Porn! Oder macht sich ein Glas warm und legt. Aber Porn ist das. To Porn! And to the Pornmobile! Warum gebe ich mir selber so viel Sex? Weiß nicht. Scheiße. Die sogenannten Marker. 200 Jahre vor dem eigentlichen Spielgeschehen. Verdammt! 200 Jahre vor dem eigentlichen Spielgeschehen gefunden worden. Wo denn mit Ja, Mann! 200 Jahre vor dem eigentlichen Spielgeschehen. Das war so schön. Okay. 200 Jahre vor dem eigentlichen Spielgeschehen gefunden wurden. Ah, danke. Ist wie ein O. Bloß oben offen. Oben offen ist O. Ist U. Fällt uns sofort diese kaum bestreitbare Ähnlichkeit zu den Symbolen einer anderen Vereinigung auf. Der Biber-Genf-Gesellschaft. Der Biber-Genfel-Gesellschaft. Oh nein. Genfer Bibergesellschaft. Scheiße, hab ich Bibergesellschaft gesagt? Jetzt Bibergesellschaft. Ja, oder auch Erzväter. Vater. Scheiße. Er war mehrere. Ich bin zwei Erzväter. Aus dem ersten Buch der Bibel.
Genesis. I can dance. Weil die Band von Bitcoin ist auch Genesis. Im ersten Buch der Bibel, Genesis. Aha!